Boy Advent, Game Boy Adventskalender, Game Boy Advent, Game Boy Adventskalender. Revenge of the Gator ist eine Pinball-Simulation. Und über Pinball-Simulationen kann man vieles sagen. Vor allem, dass sie langweilig sind, man nur wenig Interaktionsmöglichkeiten hat und dass es an Abwechslung fehlt. Insofern ist Revenge of the Gator wohl eine sogenannte Guilty Pleasure für mich, da ich das Spiel eigentlich wirklich mag. Es ist nicht überragend, es ist kein Evergreen und nichts, was ich ständig neu spielen könnte, aber ich mag das Spiel ganz einfach. Das Spiel wurde im schönen Jahr 1989 von HAL Laboratory entwickelt, womit ja schon mal klar ist, dass sich das Spiel in Sachen Kreativität und cooler Darstellung nicht lumpen lässt. So dreht sich das Thema des Flippertisches immer um das allesfressende Amphib mit den außerordentlich auffälligen Argusaugen. Okay, der war schlecht. Wie eine klassische Flipper-Simulation beginnt auch diese hier mit dem Abschuss der Kugel. Schnell zeigt sich aber schon die Herausforderung im Emulator-Zocken. Den linken Flipper betätigt man nämlich, indem man das Steuerkreuz klickt, den rechten mit den Knöpfen A und B. Beim Gameboy war das auch korrekt so. Auf der Normal-PC-Tastatur, irgendwas stimmt da nicht. Man muss das also kompliziert umkonfigurieren oder man ist faul wie ich. Das Interessante an diesem Flippertisch ist, dass er vierstöckig ist. Fällt die Kugel nach unten durch, ist noch nichts verloren, man landet erstmal einen Stock tiefer. Erledigt man auf einem Stockwerk eine bestimmte Aufgabe, kann man ein Stockwerk aufsteigen. Erst wenn man auch beim untersten Stockwerk durchgefallen ist, ist die Kugel verloren. Mahlzeit. Für besonders gutes Spielen erhält man einen netten Bonuslevel, in dem man schön Punkte sammeln kann. Ein richtiges Ziel gibt es nicht, wäre bei einem Pinballspiel auch merkwürdig. Ziel ist es einfach, möglichst lange, möglichst viele Punkte zu sammeln. Das macht durchaus Spaß, auch nach längerer Zeit. Mitunter liegt das daran, dass es viel zu tun und zu entdecken gibt. Zum Beispiel der Arkanoid-Clone, der Spielautomat, die Bratz-des-Vieh-Simulation. Ja, okay, ja, ich weiß, so super toll ist das jetzt alles nicht, aber naja, es macht Spaß. Irgendwie. Ist wohl hauptsächlich ein Spiel zum schönen Nebenherzocken. Kein Dauerbrenner, aber ein Spiel, das auch nach längerer Zeit auf komische Art und Weise noch Spaß macht. Wie gesagt, es ist eine Guilty Pleasure von mir. Obwohl ich weiß, dass mich das Spiel langweilen sollte, kann ich ihm trotzdem nicht böse sein. Wir nähern uns dem Ende. Morgen kommt das Heiligabend-Special, präsentiert von einem alten Bekannten. Und das war es dann auch schon mit dem schönen Gameboy Adventskalender. Ich hoffe, für euch war es noch viel schöner, als wie für mich tun, sein, sollen und so.